Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich befinde mich heute auf dem Fahrrad in Niedernhausen. Und fahre einfach nur zu so einem Berg und fahre den Stur hoch und runter. Mache ich so eine Stunde und dann ist alles super. Ich mache keine Tour heute, deswegen habe ich auch den Helm nicht auf. Ich fahre einfach nur hoch und runter und hoch und runter und hoch und so weiter. Ja. Naja, weiteres seht ihr nach dem Intro. Ich zeige jetzt mal den Weg, den ich hochfahre von der anderen Seite, also geradeaus sozusagen. Und ich fahre jetzt mal da hoch, aber am Fuße des Berges gerade Kamera eingeschaltet. Wenn ich oben bin, weiß ich dann, wie lange ich dafür brauche. Und damit nicht die ganze Zeit läuft und läuft und läuft, mache ich jetzt mal Zeitraffer, damit es für den Zuschauer ein bisschen schneller geht. Und der Zeitraffer startet jetzt. Jetzt bin ich gleich oben angekommen. Ich kann das Video wieder normal laufen lassen. Ich bin jetzt gute 5 Minuten hier hochgeradelt. 5 Minuten. Warte mal, ich drehe mal die Kamera wieder. 5 Minuten bin ich hier hochgeradelt und ja, das war das erste Mal. Und ich will das Ganze jetzt noch einige Male machen. Heute will ich so eine Stunde unterwegs sein. Deswegen habe ich mir keine Tour rausgesucht, sondern einfach nur wieder diesen Berg, den ich hochradel, runterradel, hochradel, runterradel. Das eine Stunde lang. Und dann habe ich erstmal was gemacht für heute. Das Gute am Radfahren ist ja, dass man immer eine Flasche Wasser dabei haben kann. Kann ich beim Laufen zwar auch, muss ich aber die ganze Zeit in der Hand halten. Das nervt mich total, deswegen mache ich das nicht. Und beim Radeln kann ich die einfach hier unten einspannen. Alles super. Wenn es mal wirklich zu heiß sein sollte, kann man sich mal was über den Kopf sprühen, gießen, was auch immer. Aber heute ist nicht so heiß. Es ist warm, aber heiß. Ich weiß, das dritte Mal hier hoch. Alles noch okay. Alles super. Beine fühlen sich gut an. Ich habe mein Modric-T-Shirt an. 10. Musst du 10? 10. Modric. Und das treibt mich dann hier hoch. Gerade bin ich bei meinem 5. Anstieg. Bin gleich oben angekommen. Man merkt, dass ich oben angekommen bin, wenn man die Autobahn hört. Da oben ist nämlich die A3. Die führt da entlang und ich drehe kurz davor und fahre wieder runter. Ja, ich weiß nicht, ob man es hört, aber ein Rauschen wird man hören. So. Ich drehe hier. Ach. Ich bin das 5. Mal jetzt hier hochgefahren und eier wieder runter, um dann nochmal hochzufahren und nochmal und nochmal. Ich bin jetzt bei meinem 9. Anstieg, habe ihn jetzt gleich auch geschafft, kann gleich wieder wenden, dann mache ich noch einen, dann ist gut für heute. Eigentlich hätte ich jetzt schon lange die Stunde voll, ich bin so eine Stunde 10, glaube ich, unterwegs, aber jetzt mache ich noch einen Anstieg und dann fahre ich heim.
Ganz schön anstrengend gerade. Aber macht nichts. Anstrengend ist gut. Anstrengend ist sogar sehr gut. Meinen letzten und 10. Anstieg habe ich jetzt gleich geschafft. Ich bin gleich oben. Halleluja. War schon anstrengend jetzt hier hochzufahren. Es wäre natürlich noch ein bisschen gegangen. Klar, logisch. Ich bin jetzt total im Arsch. Aber Fahrradfahren ist auch immer so eine Sache der Zeit. Wenn man Fahrrad fährt, macht man vielleicht nicht so wahnsinnig effektiv. Ausdauersport. Boah, mein Hintern. Aber es ist irgendwie was anderes als Laufen. Man hat auch mal zwischendurch eine Ruhephase, so wie jetzt. Jetzt radel ich wieder bergab. Ihr könnt auch Radfahren. Jeder von euch kann Radfahren. Es gibt da keinen, der nicht irgendwie das Gleichgewicht halten kann. Die meisten haben bestimmt auch ein Fahrrad. Setzt euch aufs Fahrrad, macht irgendwas, fahrt ein paar Kilometer. Am nächsten Tag wieder, am übernächsten Tag wieder. Mal eine Pause, dann wieder, dann wieder, dann eine Pause, dann wieder, dann wieder. Immer wieder mal aufs Fahrrad stehen. Oder mal laufen. Oder mal zu Hause ein paar Liegestütze, ein paar Sit-Ups oder irgendwas machen. Macht Sport. Macht es. Macht es. Ich mach's doch auch. So ein bescheuerter Typ wie ich macht auch noch Sport. Ehrlich, ich krieg's doch auch hin. Also, wir sehen uns beim nächsten Sportblog. Freut mich wieder, wenn ihr dann einschaltet. Ich bin gleich daheim. Hier so ein paar Minuten. Dann bin ich weg. Also, Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportblog.